Hallo und herzlich willkommen hier. Ich hatte ja die absolut perfekte, ultra, mega, geile, krasse Stelle, um den letzten Part zu beenden. Ich bin nicht mal mehr dazu gekommen, diesen Text vorzulesen, was ich jetzt mal ein bisschen so nachhole. Und zwar steht dort folgendermaßen, für diejenigen von euch, die nicht sehen können. Oh, das war fies. Bin ich fies. Jetzt liest doch endlich vor, du Trottel. Und ja, du hast das Amulett der Weisen errungen, du hast es geschafft, du hast alle drei Amulette, du bist übelst geil und jetzt kannst du das voll mega krasse Masterschwert aus den verlorenen Wäldern holen. Jo! Jetzt kriegst du voll Energie, drehst dich aber im Kreis, machst Ching und dann bist du raus hier. Jetzt verpiss dich, Junge. Geil! Das ist geil! Das ist geil! Ich geh jetzt das Masterschwert holen, Alter! Das ist so toll! Buff! Junge, Junge, hier war doch eine Abkürzung nach Kakariko. Wo ist sie hin? Hier war doch ein Schild davor. Komm schon. Master, Schwert, ich komm. Ich zieh dich heraus. Yo. Krass. Ich mach dich weg hier. Junge, ich dulde keine Gegner auf dem Weg zum Master Schwert. Das wird sowas von episch. Ich schwör. Es ist so geil und es ist so toll und es ist so Masterschwert-mäßig. Aber wisst ihr, was das Allergeilste an diesem Spiel ist? Das Masterschwert ist nicht das beste Schwert. Haha. Es gibt noch viel tollere Sachen. So, jetzt kriegst du erstmal in die Pudert, Junge. So. Ja. Und du auch noch? Jep. Ich frag mich, was aus dem Vogel wird, wenn ich den anpuder. Schaffe ich gar nicht, ja? Nee. Komm her. Nee, kann ich nicht. Ist blöd. Hier oben ist bestimmt auch ein Eingang. Ja, hier sieht es erstmal verdammt geil aus. Und. Guten Tag. Ich probiere. Ich habe immer noch kein. Ah, das ist scheiße. Immer diese verfickten Mine. Bist denn du für einer? Was habt ihr da? Seid ihr da weiß am Bart? Sollen das eure Zähne sein? Was bist denn du? Nee, vorsichtig. Der seltsame Nebel über dem Hals ist wirklich unheimlich. Boah. Ich finde, ihr sieht aus wie, irgendwie, als hättet ihr Windeln an. Windel, Fred und Windel, Gerd. Junge. Das geht mir Herzen. Mehr habt ihr nicht. Na, wenigstens habt ihr getrennte Betten, Jungs. Seid bestimmt Zwillinge. So, komm mal her. Nix. Da ist nix drin. Gibt's hier auch mal irgendwas, wo was im Raum drin ist? Ist ja blöd. Okay, hier geht's anscheinend in den Wald. Und im Wald ist das Masterschwert. Haut doch ab! Da ist es! Da, ich hab das Masterschwert gefunden! Ha! Ich hab's gefunden! Ich zieh's raus von der oberen. Warum kann ich denn durch das Masterschwert durchlaufen? Ich zieh's raus. Jungs, hurra, ich hab das Masterschwert oder auch nicht. Das ist ja blöd. Hey, kann man doch töten. Ohne dass man einen Stromschlag bekommt. Wo ist es abgeblieben, das Masterschwert? Wieso gibt's eigentlich Masterschwert-Imitate? Wollt ihr mich ja rollen? Und woher will er wissen, dass es nicht das Masterschwert ist? Steht das drauf? Dies ist das Masterschwert. Gucken, hier ist ein Eingang. Mal gucken, was hier so schönes Neues. Ja, push. Vogel. Au, oh, der Vogel kann mich. Natürlich kann der Vogel mich da drinne beißen. Ja. Freilich. Da ist auch ein Masterschwert, aber das war ja nicht das Richtige. Karte. Das Masterschwert ist direkt über uns. Yo, geilo. Jetzt weiß ich, woher er das weiß. Ach, das Masterschwert blinkt. Und die haben mich geblinkt. Tierchen! Komm her! Ich will mehr Tierchen. Ich will euch alle ausstopfen. Cool. Steht da was? Ja, da steht wieder. Cool. Reiseführer, bitte, was steht da? Das ist der Reiseführer. Sagt, wenn eine große Zerstörung naht, wird der Held kommen, der drei Amulette trägt. Drei Schweine-Amulette. Ach nee, Schweinemedaillons, das war ja auch. Verdammt! Ha!
Pointe ist weg. Er wird das Masterschwert ziehen können, denn er ist ein Nachfahre der tapferen Ritter. Er ist hier nicht der legendäre Held, sondern er ist nur ein Nachfahre der tapferen Ritter. Ja, merkt euch das mal für die späteren Zelda-Teile, also später erschienenen Zelda-Teile, weil da ist immer die Rede vom legendären Held. Und das ist nur ein Nachfahre der legendären Ritter. Ha, jetzt habe ich es euch aber gezeigt. Das war mein Special. Ha, nein. Aber es könnte tatsächlich einige Sachen noch, na egal. So, erst mir Amulette wegschmeißen, bisschen was leuchten lassen und dann, komm schon, zieh es raus. Jo, geil und es werde Licht. Sahasrara spricht zu uns, ist er in dem Schwert? Ich bin's, Alter, der alte Sahasrara. Ich kann's ja kaum glauben, dass du das jetzt tatsächlich rausgezogen hast, Mensch. Das ist ja der Oberhammer. Wären wir jetzt hier in Secret of Mana, dann würden jetzt erst die Monster erscheinen. Aber die Monster waren schon vorher da, weil wir sind ja im Zelda-Universum. Und jetzt hast du das geile Schwert, das glänzt wie das Böse in der Macht. Ja, und du kannst mit Zauber kannst du alles kaputt hauen, Junge. Und jetzt liegt das Schicksal in deinen Händen. Was doch vorher schon, Mann. Ich bin ja der Einzige, der die Amulette tragen kann. Weil die anderen sich nicht reintrauen. Und die anderen... Geil, hier sind wieder die Tiere. Juhu, Kuckuck. Hallo Vogel, du bist grün und... Naja. Ein leuchtendes Schwert, das ist so geil. Und es ist blau. Und blaue Schwerter sehen einfach cool aus. Und hier ist wieder die Burgwache und sie dringt in die Kathedrale ein. Oh, was? Die Burgwachen dringen in die Kathedrale ein? Wer hat denn das jetzt schon wieder gesagt? Habe ich hier ein Handy am Start? Stirb. Dann würde ich mal sagen, hurtig. Nein, du klaust mir diesmal kein Geld. Och, Mann, ey. Stirb doch. Ja, du Sackratte, ey. Mann. Es fehlt mir wieder noch mehr Geld zu meinen Flossen. Ich will endlich meine Flossen haben, Junge. So, jetzt hier. Kriegst du ihn mit dem Busch. Und noch einer vor die Plauze. Gib mir alle euer Geld. Gib mir dein Geld. Ich will Flossen. Und jetzt, aber jetzt hort ich ja. Jetzt wirklich ein bisschen. Weil ich habe gehört, da ist jemand auf dem Weg in die Kathedrale. So, jetzt aber hier. Guck mal, ich bin ja der Schlafanzug-Held mit dem Masterschwert in der Hand. Junge. Komm her. Ja. Oh, doch nicht vor die Tür rennen. Vorher aufmachen und dann reinrennen. Naja. So, was ist jetzt hier los? Was ist hier los? Es ist so... Wo ist denn Zelda hin? Warum liegst du auf dem Boden? Schläfst du? Na klar, ich klingt, du kommst eine Sekunde zu spät. Ich konnte es nicht verhindern. Zelda wurde von den Soldaten entführt. Sie brachten sie in den oberen Burgturm. Du musst sie finden, bevor der Zauberer seine Magie gegen sie anwendet. Bitte, du bist sonst ihre eigene einzige Hoffnung. Weg ist er. Eieiei. Bei Digimon wäre jetzt wieder ein Ei geworden. Und wir sind im Zelda-Universum. Da ist er jetzt bestimmt. Bei den heiligen drei Leuten da fällt jetzt der Name nicht ein. Die von Ocarina of Time. Da sind doch hier diese. Ach nee, sechs. Die sechs Weisen. Sieben Weisen. Das ist bestimmt einer von den sieben Weisen. Jetzt geworden. So, was ist jetzt hier los? Du hast jetzt hier Zelda entführt, oder was? Ja, kriegst du jetzt hier... Hat er doch nicht. Was ist hier? Grabschändung? Komm schon, ich hab doch nur dein Grab geschändet. Brauchst du nicht gleich rauskommen. Mann. Da oben ist bestimmt was Special-mäßiges drin, in dem rechteren von den linken. Also oben, rechts quasi. Sind nur Totenköpfe drin, oder was? Hallo? Ey, war doch mal früher ein Geheimgang irgendwo, oder war das wirklich nur in dem einen? Oder verwechsel ich da schon wieder was? Ich verwechsel doch so viel. Natürlich, du Sack. Aber ich kann jetzt hier mal gucken, vielleicht ist hier was drin. Ja. Oh.
Da hat jemand vergessen, das Loch zuzubuddeln. Ey! Nein, oder? Nein, das kannst du jetzt nicht sein. Gebt mir eure Bomben. Ich brauche Bomben hier unten. Mann, ey! Scheißdreck hier. Oh nein. Ach, verrecke. Och nee, oder? Na, wenigstens bin ich schon mal am Schloss. Nee, ich bin doch auf dem Weg zur Kathedrale. Das ist jetzt blöd. Ich bin doof. Wie so oft. Ach, scheiße. Ach, scheiße, ach, scheiße. Hä? Das war ja... Ach, nö. Ach, nö, ich gehe jetzt zurück zur Kathedrale. Das ist mir zu weiter Weg hier. Jetzt ohne Scheiß. Ach, nö, das ist jetzt blöder. Also, muss ich jetzt was so sagen. Das ist, dumm gelaufen. Tja. Die haben ja auch gesagt, wir sollen in den Turm und nicht ins Grab. Ey, hier Ratten haben doch oft Geld oder so. Jawohl, jawohl. Flossen. Oh, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt Zelda retten oder soll ich die Flossen holen? Ich entscheide mich für Flossen, glaube ich. Weil ich möchte jetzt endlich schwimmen. Also, baden sozusagen. Da kann man nämlich noch eine coole Flasche holen und dann... Geil. Es ist so geil und keiner wartet auf uns und keiner labert uns hier zu. Und los jetzt hier, hortig. Auf zu den Flossen. Auf zu die Verflossenen. Bam. Auf zu den Flossen. Hier ist ein Pfeil. Das heißt bestimmt, spring mal ins Wasser. Boah, das Schild macht Instant Kill. Ne? So ein Schild ist ja auch hart. Mindestens genauso hart wie ich nach 5 Whisky. Schaffe ich das noch bis da hoch? Ich glaube nicht. Ha! Nicht, dass ich ja den Part wieder da oben beende. Wieder direkt vom Fischkopf. Ich versuche mich wirklich ein bisschen zu beeilen. Leute, wünscht mir Glück. Drückt mir die Daumen. Sagt YouTube, wir möchten gerne lieber, dass hier Erda mit dem Namen LOM-Pickander, der soll mal auch längere als so 15 Videos hochladen, ohne dass er monetarisieren muss. Hab ich nämlich noch keine Marke drauf. Ich mach das ja aus Hobby und nicht aus Jux. Komm schon, komm jetzt hier raus, Mann. Ich will dich doch einfach nur bis da rüber kicken. Geil. Es ist geil. So, jetzt hier aber, komm. Einfach nur schräg rennen, das wäre schon echt nützlich. Geil. Okay. Ja, das schaffe ich noch, in diesem Part die Flosse zu holen. Ich hoffe, ich bin jetzt hier auf dem richtigen Kurs. Ja, ich bin auf dem richtigen Kurs. Sehr gut. So, Junge, hier, ich habe jetzt hier die Kohle am Start. Komm raus. Komm raus. Guten Tag. Na, was willst denn du, Mann? Gib Flosse. Flosse, Alter. Kostet 500 Rubine, bist du sicher? Yo. Yo. Außerdem gestatte ich es dir, Thoras Wasserwege zu benutzen. Das ist ja ein geiles Extra. Die Wasserwege, die ich nie benutzt habe, noch nie. Weil es einfach nur blöd ist, sich zu merken, wo die alle lang gehen. So, Leute, ich kann schwimmen. Und zwar hier. Und springen. Aber hoch kann ich nicht. So. Was war jetzt hier mein Plan eigentlich? Was wollte ich jetzt hier? Ach ja, ich wollte ja versuchen, dieses Herzteil noch schnell zu bekommen. Schaffe ich das noch in diesem Part? Ja, das schaffe ich auch noch. Und ein Herzteil. Und es fehlt wieder noch ein Viertel Herzteil. Ach, meine. Das gibt's doch nicht. Okay, ich springe jetzt hier runter und im nächsten Part sehen wir uns auf der nächsten Karte wieder irgendwo. Ja, also ich gehe jetzt hier einfach zur nächsten Karte und werde dann hier irgendwo den Part gleich beenden. Irgendwo, wo es ein bisschen ruhiger ist. Autschen. Ach du Assi. Hier. Hier. Ha, daneben, du Trottel. Lern mal zielen. So, hier ist nämlich ein Secret-Geheimnis. Und was in diesem Secret-Geheimnis alles versteckt ist, das seht ihr im nächsten Part. Ciao!